Sieht aus, als würde es da aufgehen. Geh auf. Nein. Nur schlecht texturiert. Einmal Hand auflegen und weiter geht's. Interessant. Ich kann mich sogar noch fast an das Spiel. Für ist das hier gut. Dekoration. Spinnst wohl. Nein. Gibt es ja Bonusleben in der Welt? Also wenn ich das alles perfekt machen will, dann wird es echt nervig. Dann muss ich noch so minimal viel aus... Ja. Vielleicht suche ich erstmal lieber die ganzen Dinger. 6 Leben, sollte man da ja was tun können. Helft mir, ihr feigen Arschgesichter. Wenn ich euch kriege, ihr schießt euch. Gut, da war nichts, haben wir gesagt. Und was steckt in der Kiste Nummer 2? Leben. Kann man die vorher schon erschießen? Die tötet sich, glaube ich, doch gegenseitig, ne? Hat er nicht sowas? Komm, so ein Drop was. Was du? Wo kommst du jetzt her? Arschloch. Bin ja beschäftigt, siehst du das nicht? Ich brauche noch einen Teppich. So, Teppich. Kein Teppich. Nein, hier ist auch nichts, wenn man die alle erschießt. Okay. Hätte ja sein können. Wow, zum Glück hat er nicht geschossen. Sonst wäre ich jetzt wieder tot. So, dann kommen wir jetzt mal von hinten. Und blasen die da ordentlich weg von hinten. Da gehen wir gleich rein. Sesam, geh mal auf. Sesam, lass mich da mal weg. Sesam, kauf mir mal ein Brötchen. So, schlechter Witz. Ist ausgetreten. Meine Witze sind wie Zigaretten. Irgendwann tritt man sie aus. Ich finde sie schlecht für die Gesundheit. Mann. War zum Glück nicht knapp. Das ist total nutzlos. Außer man braucht die Gesundheit dringend, aber sonst. Die ganze. Ne, das führt mich ja unten zurück, ne? Kann ich die ja im Prinzip leben lassen, da war ja nix. Da war ja nix. Zum Glück gar nicht lautes Geräusch. Keine schlecht extrahierten Wände hier, dann können wir ja weiter. Immer ruhig hier. Einer nach dem anderen. Vor allem sich in diesen Sprengstoffkisten zu verstecken, ist auch nicht so klug. Aber die werden sich bestimmt schon nichts dabei denken. Die Explosionsgeräusche sind echt laut. Ich wünschte, ich hätte Musik.
Ich könnte mir andere Kopfhörer aufsetzen. Ich könnte die Kopfhörer an meinen Laptop anschließen und Musik hören, während ihr keine Musik hört. Warum ich das tun sollte, weil ich euch nicht mag. Okay. Hier ist eins. Kann ich hier links lang laufen oder ist das nur... Das ist Dead End. Ich glaube nicht, dass ich da runterspringen irgendwo kann. Sieht nicht danach aus. Und selbst wenn, würde ich es wahrscheinlich tun, wenn da ein... Ja, er hat mich natürlich noch getroffen. Natürlich hat er das. Ja, ihr seid ganz großartig. Musst du die vielleicht mal anvisieren? Nein. Wollen wir auch nicht zu viel Arbeit machen, ne? So. Steht noch einer. Wunderbar. Wunderbärchen. Dann die Klärchen. Jetzt ganz sachte hier rum. Sachte, sachte, ohne den Abgrund springen. Ich nehme nicht an, dass ich hier durch die Wand kann. Und wir haben nichts. Hier war die Stage complete, ne? Ich habe 3 Challenge Points. Oder war das erst später? Es war hier. Kann nicht mehr hochfahren. Feige in der Kiste verstecken. Würde ich auch tun. So, ich sehe zwar niemanden, aber ich schieße mal zurück. Nein! Ich dachte, da wäre nur noch so... Ja, das ist ein wunderbarer Ort zum Spawnen. Das ist perfekt, also... So komme ich denn jetzt nicht hoch. Da kommt man doch bestimmt hoch. Hoch! Na also. Haben wir hier noch eins? Hier haben wir nichts mehr. Okay. Ja, vorne haben wir noch einen Roboter, den springen wir mal weg. Laufen hier noch ein Ründchen. Hier ist aber auch nichts. So ist ja nichts. Ich verlange eine Erklärung. Ich verlange Gold, Reichtümer, Ehre. Okay, die Ehre könnte behalten. Da oben nicht irgendwo einer? Da oben. Ich kann mich noch an die Runde erinnern. Das nehme ich mal mit und das brauche ich leicht minimal dringend. Ich könnte zurückgehen, da war noch mehr, aber nö. Wo wollen wir nicht übertreiben? Ich habe noch ein paar Leben. Von daher passt das schon. Da kann ich irgendwie nirgendwo sicher hinspringen. Und da ist einer tot.
Okay, Moment. Kann ich da vielleicht noch irgendwo hinspringen? Wo es vielleicht eventuell sicher wäre? Nein. Gut. So, ho. Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsraketenmann. Moment, hier kann ich noch. Da kann ich dann... Klopf, klopf. Da ist das nicht. Das ist nur hier... Oder? Nee, das ist nur hier drüben. Würde mich das denn hinführen? Oh Gott. Und hopp und... Jupp. 8 habe ich das letzte Mal gefunden, waren es, glaube ich, ne? Ich glaube, es waren 8. Ich muss den Weg auch wieder zurückspringen. Also, das wird noch lustig. Das geht aber auch nur, wenn man die Reaktoren da noch nicht wieder angeschaltet hat, oder? Sonst drehen die sich ja. Wobei, man kann ja außen immer noch rumlaufen. 2 Leben gleich. Leck mich am Arsch. Wollen sie jetzt aber wirklich wissen? Jetzt kommt der etwas anspruchsvollere Part, wieder nach oben zu kommen, ohne zu sterben. Ist gar nicht so anspruchsvoll. Man kann relativ gerade springen. Okay, das wird jetzt schwierig. Ich bin gerade eben durch die Absperrung. Ach, komm schon. Ach, jetzt bin ich wieder hier, wirklich, wirklich. Wenn man runterfällt, ist also nicht so schlimm. Man landet, also außer natürlich, man möchte hier 100% haben. Also 100% leben, dann nicht. Dann ist das scheiße, aber hey. Ich verbessere mich. Jetzt haben wir 2 Stück vorne geschafft, jetzt können wir auch mal hinten irgendwas machen. Das mit dem Swoop-Bike wird ja eh easy, habe ich das Gefühl. Ich meine, die machen ja nichts mehr. Die müssen einmal. Power has been restored. Ja. Echt? Power restored? Deswegen bewegt sich hier plötzlich wieder Sachen. Super. Halbe Stunde brauchen die, bis dann endlich mal reagieren auf mein Klopfen. Wie viel habe ich jetzt? 7. Das letzte Mal hatte ich schon 8, oder? Also. Hm. Ja, richtig. Da war die Scheiße wieder. Wow, 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 nein! Oh. Ich hasse es. Scheiß Sprungphysik hier. Was mich zur nächsten Frage bringt, hier ist nicht zufällig irgendwo einer, oder? Was? Ich hatte doch vorhin schon alle getötet. Doch, da hinten ist einer. Ich vermute mal, dass ich gleich nicht mehr drüben hinkomme. Vor allem erstens, warum geht das auseinander? Und zweitens, wie weit will das noch auseinander gehen? Kannst mich mal spielen. Du hast schon ein bisschen weniger, um mich zu töten. Oder waren es nur 8 und ich hatte vorhin 6? Ich weiß nicht. Kommt jetzt nicht gleich wieder der Endkampf? Den kann ich mich erstaunlicherweise auch noch erinnern. Kannst du dich mal wegdrehen? Achso, ich muss da erst hingehen, damit da was passiert. Ich würde übrigens gerne wieder rausgehen aus seiner Schusslinie.
steht denn der jetzt? Okay, wenn man da hinschießt, geht es tatsächlich minimal auch schneller. Soll der da so festglitschen? Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube es zumindest. Das Gefühl. Stimmt irgendwas nicht. Stimmt irgendwas nicht? Erstaunlich, wie schnell das geht. Beim letzten Mal war ich, glaube ich, besser insgesamt. Ja, doch. Ich würde schon sagen, beim letzten Mal war es besser. Vor allem, warum sind die da oben? Damit man sie nach dem Kampf mitnimmt, oder? Während des Kampfs ja wohl eher nicht so. War in den Kisten noch irgendwas? Warum droppt er keine epischen Gegenstände? Genauso enttäuschend wie Diablo. Jetzt kam nicht mehr viel, oder? Nee. Und es sind echt nur 8 von den Abzeichen? Scheint mir so wenig. Irgendwie war ich minimal schneller als beim ersten Mal, glaube ich. Das täuscht bestimmt. Einbildung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich beim ersten Mal beim Boss länger gebraucht habe. Warum auch? Der ist total easy. Hui! Nur in den Abgrund stürzen und sterben ist schöner. Na, komm schon. Aber kommen denn da jetzt noch irgendwas? Kisten. Geht denn da ab? Und vor allem, warum darf ich nicht mitmachen? Ist ja voll die perverse Sexorgie hier. Oh Gott. Es waren doch 10. Warum töten die Viecher sich manchmal gegenseitig? Ich dachte, die wären... Mögen sich nicht. Also, wie hast du meine Mutter genannt? Gib aufs Maul, ey. Jetzt habe ich einen neuen, ne? Ja, also entweder habe ich eins übersehen oder es kommt noch eins. Yeah, guckt euch die Auspuffrohre an. Mir fehlt aber noch eins, oder waren es 9? Nee, es waren doch keine 9. Oder? Keine Ahnung. Dann gehe ich wohl mal. Und bin dabei fast noch gekillt. So, eben gerade der ich fall irgendwo runter Sound. Gucken wir doch mal, wie viel es wirklich waren. Verdammt, wo habe ich denn... Ich hatte doch beim letzten Mal 8 und ich habe 1. Ich hatte... Verdammt. Wo habe ich da noch einen übersehen? Ich habe nicht so wie einen bekommen, weil ich das Ding auf Beinen gekillt habe, oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Okay, wir bekommen auf jeden Fall 2 Bonusleben. Das macht 6. Bei Challenge Point nochmal 2, würde ich 8 Leben sagen. Mach ja richtig Fortschritt fast schon. Wir müssen nochmal die Runde. Wie bekomme ich da überhaupt diese Auszeichnungen? Warte mal kurz. Ich guck mal kurz rein. Guck's mir mal an. Mein Auspuffrohr. Ihr fürchtet meine Auspuffrohre. I'll try to avoid the asteroids while you're busy in the gun turret, sir. Hatte man hier nicht irgendwo. Die haben nicht mal Kanonen, aus denen sie rausschießen. Ist doch voll für den Arsch. Richtig, ich konnte ja einfach Dauerfeuer geben. Hab ich hier ganz vergessen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier. War da nicht irgendwo mal so rote Kometen oder? Ich sehe gerade da. Was passiert, wenn ich die kaputt schieße? Ah, damit komme ich Challenge Point, okay. Ich bin, glaube ich, minimal kaputt. Zum Glück gar nicht hell. Waren also doch die Roten, habe ich mir nicht nur eingebildet. Müssen wir noch irgendwie 6 von diesen roten Dingern finden. Oh, und ohne zu sterben, die alle töten. Bin nur minimal kaputt. Ja. Was tut den Augen weh? Oh, Challenge Point. Challenge Point, habe ich gesagt. Weiter. Jetzt verlief das auch irgendwie besser, oder? Und jetzt habe ich auch keine Challenge Points gesucht. Ich glaube, ich schaffe die Mission dieses Mal nicht. Wird es schwerer, wenn man mehr Leben hat? Es wird schwerer, wenn man sich auf die Challenge Points konzentriert. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall die Bombe schneller töten. Ach gut, ich habe noch ein paar Ersatzschiffe in meinem Schiff. Hatte ich nicht irgendwo eine Karte? Egal, ist neu gespawnt. Schon geht's hier wieder ab ohne Ende. Na, ich sehe nichts. Was beim letzten Mal schon so rot? Geräuschkulisse schon wieder. Ich bin definitiv schlechter als beim ersten Mal. Da hatte ich nämlich weniger Leben, hab's geschafft. Beim zweiten Versuch. Hab ich aber auch weniger Challenge Points. Wie viel habe ich denn jetzt? 5. Wie lange bleiben die da? Ah ja, richtig. Ich kann ja die kaputt schieben, habe ich ganz vergessen. Ah, sie verschwinden auch wieder, okay. Die Geräusche gehen voll auf den Sack. Na, komm schon. Ich habe nur einen Challenge Point verpasst. Und auch nur 6 Leben gebraucht. Das ist ein gutes Fazit. Hey, wegen weiß ich noch von Anfang an, dass ich die Maus jetzt einfach gedrückt halten kann.
Aber die kommen scheinbar nicht wieder, okay. Ja. Bin ich besser als beim letzten Mal? Nein. Schön, wie wir hier alle Leben verbrät. Großartig. Was mich zu einer ganz anderen Frage bringt. Ich fall da auch. Okay, ich sterb da. Ich fall nicht durch, aber ich sterb. Verdammter Mist. Auch das Wasser ist tödlich. Bin gestolpert. Beim Springen. Da habe ich tatsächlich 6 von 12. Da habe ich auch den Boss auf Anhieb geschafft. Das werde ich auch nie wieder hinbekommen. Okay, wo war da der letzte? Interessante Frage. Nächste Frage. Ich denke, das würde ich beim nächsten Mal machen. Für heute jetzt hier reicht es erstmal. Da würde ich sagen, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Dann ja, vielleicht die Runde und dann würde ich langsam mal... Ja, haben wir den Großteil schon geschafft. Egal, Karl. Das war's für heute.